Wir sind in Sektor 2 und das noch ziemlich am Anfang und wir sind schon zu siebt. Mann, oh Meta, und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Die drei Punkte erwischen wir noch. Der Ausgang ist ja zum Glück schön weit rechts. Wir haben ja die Rebellen im letzten Kampf näher kommen lassen, weil wir wollten keine Raketen übermäßig verschwenden. Ja dann, rüber da. Antrieb gerade auch frisch verbessert. Und ein Piratenschiff kommt kurz nach dir an, da es anscheinend versucht, deinem Schiff aus dem Weg zu gehen, nimmst du an, dass es sich um einen Schmuggler handelt, der Signalpunkten lieber fernbleibt. Heißt, es ist keine KI. Die Piraten angreifen. Und Scheiße. Oh, die haben eine Krankenstation, das auch noch. Wir brauchen schnellstmöglich eine Waffe, die halt auch Schaden machen kann und vor allem eben auch Superschilde wegbrezeln kann. Du fährst deine Waffen hoch und näherst dich, um anzugreifen. Mit dem einen Schuss kommt er nicht durch. Dann brauchen wir ja weniger genug Strom. Was macht man jetzt? Das sind noch 5 Balken und eine Artemis zieht 2 ab. Nee, ich will ja keine 3 Raketen einsetzen, wir hauen ab. Och Mann, das ärgert mich gerade. Und das nur, weil wir noch keine Waffe haben? Ja, das ist das, was gerade noch fehlt. Bei dem einen Schiff habe ich mir jetzt gesagt, gut, ist halt so, eins mal entkommen lassen, weil es gerade nicht anders geht. Aber jetzt das zweite Schiff, was wegkommen muss, das finde ich kacke. Ich werde jetzt hier keine 3 Raketen einsetzen. Oder? Ich meine, Schaden kann er nicht machen, außer er macht mit seiner mit seinem Bombenwerfer ganz schön Rabatz. Aber ich glaube, eher gehen ihm die Dinger aus. Also insofern müssen wir bloß den Sultanschild wegbekommen. Hat dann eigentlich noch die Krankenstation. Wäre die nicht, würde ich glaube ich angreifen, aber mit der... Ich spieß mal gerade durch. Wir gehen rüber und... Ah, der wird nicht sterben, die werden vorher einmal abgezogen. Ich müsste auf jeden Fall die Krankenstation irgendwie zerbrezeln. Heißt schnellstmöglich 4 Crewmitglieder rüberschicken. Dann kann einer die hier frisch rausgekommen aus der Krankenstation bearbeiten und die anderen machen die Krankenstation kaputt. Ich meine, genug Crew haben wir. Gut, ein Engi muss mit rüber, aber das ist dann halt so. Oder halt, wir setzen mal kurz im Antrieb Luan ein. Ich brauche schon mal mindestens 3 Raketen. Vielleicht treffen wir nicht, dann brauchen wir mindestens 4. Nee, ist mir zu hoch. Vielleicht kommen noch 2 Schildgegner mit... Ohne Superschild, die muss ich auch bekämpfen und meine Leute heilen. Nee, ich verschwende jetzt keine 4 Raketen. Mist, ärgert mich. Wir bräuchten den Zoltan-Spalter, dann könnten wir durch. Eine Ionenbombe. Immerhin nichts, was Crew-Schaden macht. Ärgerlich. Ja, mit dem verbesserten Antrieb hätten wir das letzte Schiff klein machen können. Wenn wir Raketen eingesetzt hätten. Zumindest hätten wir die Rebellen nicht weiterspringen lassen können. Der zweite Kampf in Folge, den wir streichen lassen. Gefällt mir gar nicht. Oh, Stromeinsatz. Du springst in einen Sektor des Nebels, in dem ein Plasmasturm tobt. Ein automatisch gesteuerter Rebellenaufklärer ist kacke in der Nähe. Der Signalpunkt fliegt angriffsbereit auf dich zu. Wir fliehen davon, weil wir müssten wieder seine Hülle runterbrezeln. Nee, hätten wir noch 25 Raketen, würde ich es machen, aber so nicht. Mann, das ärgert mich gerade. Der dritte Kampf, den wir aus dem Weg gehen. Was ist denn hier los? Wir brauchen eine Waffe. Vor dem Angreifer davonfliegen, wir haben den Antrieb. Trotz deines erweiterten Antriebs kannst du den Verfolger nicht abstellen. Du wendest und machst dich kampfbereit. Er hat eine Rakete auch noch. Es gibt auch noch Hüllenschaden. Ja, super, vielen Dank auch. Was ist denn hier gerade los? 2 Raketen werden mindestens fliegen, schätze ich. Okay, es ist eine Artemis, ein Leto wäre schneller gewesen. Scheiße. Auch noch auf den Sauerstoff, sag mal, hackt's. Immerhin ist hier kein Feuer, da müsste man nämlich noch warten. Ich will jetzt nicht noch Crew-Schaden bekommen. Na, eigentlich solltest du das machen, aber du hast ja kaum... Na, dann ist egal, wen wir rüberschicken. Dann bloß dich, ist ja gerade keine Eile, du sollst am schnellsten einen Stufenaufstieg schaffen. Boah, das ärgert mich.
Wir lassen trotzdem eine Rakete bereit, wer weiß wozu. Wir werden sogar 3 Raketen abbekommen. Womöglich sogar 4, weil jetzt knapp über die Hälfte. Ach, das ist doch doof. Schneck-OG macht da was. Da ist wieder ganz. Sauerstoff können wir da anmachen. Wir brauchen aber ausweichen. Quark. Dritte Rakete, die vierte wird auch noch kommen. Die sitzt auch noch. Auch noch Crew-Schaden, sag mal. Hackt's. Wir brauchen den Schildpunkt für weniger Schaden. Zum Glück fliegt das vorbei. Die Rakete fliegt. Wir können nicht vorher abhauen, glaube ich nicht. Mist. 4 Raketen, die treffen. Ich glaube, es hackt. Ey. Das ist ärgerlich gerade. Ich habe mich gerade so über das Schiff gefreut, weil das so gut lief, bis vor dem ersten Kampf, den wir aus dem Weg gehen mussten. Wir brauchen schnellstmöglich eine Waffe laden. Gehe ich jetzt noch dahin? Ach, vierten Kampf wird es nicht geben, den wir ausweichen müssen, oder? Wir brauchen den Schritt eigentlich für die Krankenstation. Wir brauchen ein Geschenk hier oben. Am besten eine Flak 1 und dann gehen wir zum Laden und freuen uns über eine Krankenstation. So. Genauso. Und nicht anders. Blöd, Mann. Ein Piratenschiff kommt kurz nach dir an. Da es anscheinend versucht, deinem Schiff aus dem Weg zu gehen, nimmst du an, dass es sich um einen Schmuggler handelt, der Signalpunkten lieber fernbleibt. Wehe, es ist ein Zoltan. Zoltan sind doch nicht böse. Grenzpolizei und so. Immerhin einen, den wir bekämpfen können. Und ohne Krankenstation. Gut, du fährst deine Waffen hoch und näherst dich, um anzugreifen. Dafür müssen die richtig bluten. Oh, wir haben noch gar nicht zugeteilt. Dann jetzt. Also, 2 Schildpunkte, wir sind sicher vor denen. Super. Die beiden machen wir an und da voll. Also, wenn wir mal was machen können. Warum gehst du eigentlich runter? Weil ich es gesagt habe. Wenn wir mal angreifen können, geht's richtig los. Alle 10 Sekunden, da ist ein Engie. Noch 2 Leute, die kriegen wir gleich klein. Wir müssen zwar eine Hellbombe einsetzen, aber dann mit Jorlak im Raum. Gehst schon mal hier runter. Na, du musst ja vielleicht hier was abfangen, Erfahrungspunkte sammeln. Ich vergesse die schon hoffentlich nicht in den entsprechenden Raum zu setzen, wo die anderen beiden sind. Keine Klonstation, gut. Das war ein einfacher Kampf ohne Ressourceneinsatz, na, wobei ich muss mal heilen. Das Schiff hatte offenbar Informationen über die Signalpunkte in der Nähe dabei. Du lädst möglichst viel auf die Karte deines eigenen Schiffs herunter und plünderst den Rest an Bord. Das ist gut, denn wir sind noch relativ früh im Sektor. Die Hälfte steht noch vor uns. 21 Schrott ist schon mal sehr gut. Und rüber mit uns. Ja, du bist ionisiert. War ionbetäubar. Hey, was machst du denn hier? Er will mitgeheilt werden. Eine 1, die 3 in einem Raum. Was du hast? Schaden, okay, weil du hast jetzt keinen Balken gehabt. Warum hast du jetzt eigentlich keinen Balken über dir, wenn... Komisch. Kalink. Da ist noch ein Laden. Da ist Asteroidenkram. Nee, ein Pulsar ist da. Oder eine Sonne. Ja, da unten war Müll. Da laden, wenn es hier keine Krankenstation gibt. Wir brauchen die, damit wir die Artemis auf jeden Fall gegen das Schiff einsetzen können. Die Raumstation hier hat einen fahrenden Händler an Bord, der dir seine Waren anbietet. Oh, keine Krankenstation. Und auch keine richtigen Waffen. Welche die... Ah gut, die macht Zoltan Müll weg, aber... Ich will eine gleich haben, die gleich auch wirklich relativ für den Endkampf geeignet ist. Ist schon sehr hoher Anspruch, ich weiß, aber... Das hier geht gar nicht auf dieser Seite, wir gehen nicht auf Seite 2. Wir müssen auch noch heilen und eigentlich tanken. Ah, Crew brauchen wir gerade gar nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Keiner kann irgendwas Besonderes. Zu verkaufen haben wir nichts. Das bringt uns nichts. Klar, das andere Schiff wird dann auch beschossen von dem Schiff, aber wenn die Superschilder haben. Wir kaufen uns jetzt gar nichts, weil es kommt noch ein Laden und bis dahin brauchen wir den Schrott. Wir werden beim nächsten Schiff schon nicht sterben. Wir können den Notfall noch vorher machen. Oh, das machen wir noch.
Aber erstmal dahin, wenn wir hier groß Schaden bekommen, gehen wir gleich dahin, weil hier können sie ja noch einen Kampf geben. Genau so, nicht anders machen wir's. Ein Asteroidenfeld wäre mir lieber mit einem Zweierschild und mit 25% ausweichen. Wehe, das ist jetzt irgendein Mistschiff. Teleporter ja, Krankenschutz nein, passt. Dieser Signalpunkt wurde zu nah an einem Riesenstern der Klasse M platziert. Das Schiff wird sich langsam überhitzen, bis du von hier verschwindest oder stirbst. Ein Pirat, der die Gefahr der Sonne nicht beachtet, greift dich an. Engi und Mensch kriegen wir klein. Ah, die haben eine Rakete. Ungünstig. Ah, ich soll vielleicht die immer im Teleporter lassen, damit wir schnellstens rüber können. Oh, stimmt ja. Okay, dann machen wir den jetzt auch mit einer Crew klein, die wir hier haben. Waffen brauche ich gerade nicht und Schildpunkt brauche ich auch nicht. Dann kann ich die beiden abziehen zum Kämpfen. Dann wird noch jemand dritten parat und dann haben wir 3 plus 2 zum Heilen. Ich denke mal, die beiden bekommen das hin, ohne hier drüben geheilt zu werden. Insofern können wir dann eine Heilbombe einsetzen, wenn hier 5 im Raum sind. So machen wir's. Mal bereit. Wer hier reingeht, ist eigentlich egal. Haben beide gleich viele Lebenspunkte. Achso, wir müssen auch mal rübergehen. Wenn wir Glück haben, stirbt der hier und der sowieso. Dann ist es ganz schnell vorbei mit vielleicht nur einer Rakete. Was er kann, teleportieren können wir noch besser. Eine Rakete. Bitte flieg vorbei. Yay, Nahkampfverbesserung. Gelb. Der Typ ist tot. Na dann, Waffen. Bitte stirbt da bei uns. Nein, Blödmann. Schnell den Kampf am Ende bereiten. Wo willst du hin? Lass dich tot machen. Oh, jetzt sind wir zu 8. Jetzt, da Ische frei von Gegnern ist, ich suchst du es. Du stößt nach einer Weile auf einen Gefangenen, der anbietet, sich deiner Crew anzuschließen. 12-mal Schrott und Xemu Mantis. Herzlich willkommen an Bord, wir sind zu 8. 3 Nahkämpfer. Kann ich schaden, wenn 2 drüben sind, dann haben wir immer noch einen hier oder wir schicken noch einen rüber. Kannst du was Besonderes? Nö. Das hatten wir noch nie. Mitte Sektor 2 und schon zu 8. Da bin ich mir ganz sicher. Das hatten wir noch nie. Fliegt noch was. So, wir brauchen einen 4er-Raum. Ne, brauchen wir gar nicht. Weil bloß einer gegen 2 gekämpft hat. Deswegen ist Bomfi unbeschadet rausgegangen. Und du hast auch keinen Schaden bekommen. Oh, die Sonne. Genau, ihr beiden habt Kratzer. Na dann. Selbst Nadja, wenn hier irgendwas einschlägt, ist mir zu riskant. So, ich hoffe, der nächste Laden hat was. Alles zurück und wir hauen ab. Achso, ich wollte eigentlich umplatzieren. Ich habe jetzt Leertaste gedrückt, ne? Ja. Dann du dahin und du dahin. Ich glaube, ich habe getroffen. Speichern und springen. Notfall, dann laden, vielleicht Waffe und Krankenstation und Heilung und, also Hülleheilung und Treibstoff und überhaupt. Notfall. Aber mehr Punkte vorm Laden geht nicht, weil wir müssen noch raus. Du erreichst das Notsignal, das aus einem kleinen Asteroidengürtel kommt und stößt auf ein Schiff mit Piratenabzeichen, das teilweise zwischen 2 Felsen zertrümmert wurde. Sie müssen hier illegal und ohne passende Ausrüstung Bergbau betrieben haben. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das Schiff zu lösen, weil ich will Schrott. Oder einfach nur zerstören. Es sind nur Piraten. Kriegen wir dann Schaden? Wenn es blöd kommt, kämpfen wir. Und das ist ein Piratenschiff mit Krankenstation. Die haben bisher immer was abgegeben, wenn wir sie gerettet haben. Und wenn nicht, dann plündern wir sie halt. Wir werden jetzt nicht verrecken. Das ist für mich eigentlich klar. Insofern versuchen wir, das Schiff zu lösen. Wir bekommen keinen Schaden. Besser jetzt nicht laufen können. Du feuerst mehrmals auf den Fels, er erzittert und beginnt in Stücke zu brechen. Ohne seine Schilde muss das Piratenschiff zwar einiges einstecken, kommt aber schließlich frei. Die Crew bedankt sich bei dir für ihre Rettung.
Und wir halten eine Rakete, einen Drohnenteil und 20 Schrott. Schön. Gut. Laden dahin, dann könnten wir noch dahin, aber 1, 2, 3 und da geht's nicht mehr hin. Ein Sprung weniger und es würde besser aussehen, aber trotzdem bloß 1, 2, na 3. Man kann nicht alles haben, ne? Jetzt will ich bloß eine Krankenstation haben und eine Waffe. Bitte, bitte, bitte. Es gibt nur ein anderes Schiff an diesem Signalpunkt und das ist schwer beschädigt. Du hältst eine Nachricht auf deiner Konsole. Ich grüße Sie, Reisender. Wir wurden von einem Haufen Piraten überfallen und sind nun gezwungen, unsere verbliebene Ausrüstung zu verkaufen, um die benötigten Vorräte für unseren Heimweg zu besorgen zu können. Er hat immerhin schon mal zwei Seiten, denn die erste Seite ist Müll. Eine Krankenstation. Jetzt fehlt uns bloß noch eine Waffe. Die holen wir auf jeden Fall, damit sparen wir Raketen, damit können wir dann mehr Raketen in den Artemis-Werfer laden. Eigentlich hätte ich mir jetzt die Gedankenkontrolle holen können, aber wir müssen ja erstmal eine Krankenstation einbauen. Hoffentlich hat die einen Viererraum bekommen. Ansonsten noch voll tanken und verheilen, das machen wir. Raketen kaufen oder nicht? Zwei wären drin. Wir plündern das Schiff. Ja, damit nehmen wir schon mehr Schrott mit. Ich hole mir zwei. Wer weiß. Und die Krankenstation ist in dem Viererraum. Gut. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Dann können wir dich jetzt deaktivieren. Ach, schön. Wir sind immerhin vorangekommen. Auch wenn noch eine Waffe fehlt. Ich würde wirklich ganz gerne eine Flak 1, Heiliger Bimban mäßig vors Blech bekommen möchten werden. Mist, hätte ich anders sagen können. Ich würde ganz gerne Heiliger Bimban, mäßig eine Flak 1 vor den Latz geknallt bekommen. So oder so. So, wir springen. Strom über. Achso, war Heilbombe aus, klar. Zum Glück müssen wir nicht von hier nach da und dann zum Ausgang. Deine Scans zeigen eine Erzraffinerie und mehrere Fabriken, die alle stillstehen und leer sind. Es werden keine Biosignale angezeigt. Was, kein Schrott zum Plündern? Frech. Wir brauchen schnell eine Waffe. Jetzt kommen gleich zweier Schildgegner. Klar, wir kommen da eh noch nicht durch, aber... Wobei mit Artemis... Oh. Oh, aber eine doppelte Belohnung. Er kann sich nicht tarnen. Er wird keinen Schaden machen können, denke ich. Weil das ist ein schwerer Laser, ja. Die Höllenlaser haben ja hier so einen Knubbel. Nicht so eine Einkerbung. Und das ist irgendwas Ionmäßiges. Kriegt man mit einem Zweierschild hin. Und er hat... Wenn wir gleich das Cockpit treffen. Ah, Mist, vier Raketen. Aber könnte ich jetzt jeden Kampf aus dem Weg gehen? Du entdeckst einen automatisierten Aufklärer und hier gibt es eine doppelte Belohnung. Und wir machen das. Der Rebellen. Wer einen kleinen Treibstoff-Außenposten angreift, eingreifen und den Außenposten verteidigen. Das automatisierte Schiff erkennt dein Schiff als die größere Bedrohung und greift an. Zum Glück haben wir Raketen gekauft. Also Artemis aus Cockpit, denn seine Waffen sind nicht so schlimm. Bitte sitzt sofort, Artemis. Du bist ganz lieb. Gut. Weiter aufs Cockpit. Nee, Antrieb. Damit er zwei Systeme zu reparieren hat. Jeder Schuss ist ja ein Treffer. Und so schnell repariert er ja nicht. Hat er keine Drohnensteuerung, die hier mit einer Systemreparaturdrohne noch rumflitzt. Es passt halt dazu, dass wir gerade zwei Raketen gekauft haben. Ansonsten hätte ich es mir, glaube ich, vielleicht noch überlegt. Wobei, doppelte Belohnung hätte ich, glaube ich, so oder so mitgenommen. Ich mag das gar nicht, wenn ich im einstelligen Bereich bin mit meinen Gütern und ich muss auf Waffen setzen, die davon was verbrauchen und... Ja, nur so geht's voran. Das Schiff bricht auseinander und wir hatten zweimal Treibstoff, zwei Raketen, wieder was zurückbekommen und 12 Schrott.
Und der Außenposten ruft dich, nachdem der Aufklärer zerstört ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe, wir wurden die ganze Zeit von diesen Aufklärern schikaniert. Das hier geht aufs Haus. Jawohl, wir haben alle Raketen zurückbekommen. 2 Raketen auch hier und 2x Treibstoff und 25 Schrott. Vielen Dank dafür, ihr netten Leute. Schnittpunkt sparen, wir hätten dann 3 oder mehr ausweichen. Wir brauchen Schrott für eine Waffe. Insofern sparen wir so oder so, weil Schildpunkt geht bei mir gerade vor Ausweichen, weil hier geben wir noch ein paar Prozent. Das ist ein dritter Schildpunkt. Wenn die keine Raketen haben, kann das schon sehr hilfreich sein. Ja, und damit geht's dann in der nächsten Folge in den dritten Sektor. Wir sind schon zu 8 in Sektor 2. Läuft echt gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.